Sehr verehrter Herr Präsident der Deutsch-Niederländischen Handelskammer, meine Damen und Herren, ich freue mich sehr, hier zu sein. Als gebürtiger Maastrichter bin ich ein Kind der Grenzregion. Und wie wichtig das Miteinander mit den deutschen Nachbarn ist, wurde bei uns zu Hause von Großvater über den Vater an den Sohn weitergegeben. Zum Einkaufen gingen wir gern nach Aachen. Und zu Hause hatten wir mehr deutsche als niederländische Fernsehsender. Und wenn wir Fußball sehen wollten, dann mussten wir sogar die Sportschau gucken, weil wir die Sportsendung auf Nederland 2 nicht empfangen konnten. Also Deutschland liegt mir sehr am Herzen. Nicht nur wegen dieser Geschichte, aber auch als verlässlicher europäischer Partner. Als Leuchtturm der Kultur und der Wissenschaft und als wichtigster Wirtschaftspartner. Das alles klingt heute so selbstverständlich, aber hinter dieser Selbstverständlichkeit lauert die Gefahr, die jede alte Freundschaft bedroht. Nämlich, dass sie so selbstverständlich erscheint, dass man beginnt, sich zu vernachlässigen. Und so weit dürfen wir es auf keinen Fall kommen lassen. Und darum ist es so gut, dass die deutsch-niederländische Zusammenarbeit wieder in den Mittelpunkt des Interesses gerückt wird, mit dem Staatsbesuch von Königin Beatrix in Begleitung von Kronprinz Willem-Alexander und Prinzessin Maxima und auch mit diesem heutigen Treffen deutscher und niederländischer Unternehmer. Meine Damen und Herren, die Zahlen belegen es. Unsere Wirtschaftsbeziehungen sind ungewöhnlich eng. Mit einem Volumen von über 130 Milliarden Euro gehört unser bilateraler Handel zu den 4 intensivsten Handelspartnerschaften der Welt. Ein Viertel aller niederländischen Exporte geht nach Deutschland und ein Sechstel unserer Importe kommt von dorther. Die wirtschaftliche Erholung nach der Krise verdanken wir zu einem großen Teil dem starken Wachstum der deutschen Wirtschaft im vergangenen Jahr. Und umgekehrt sind die Niederlande der drittgrößte Abnehmer deutscher Produkte und der größte ausländische Investor in Deutschland. Im Dienstleistungssektor, über den wir heute sprechen, sind viele niederländische Unternehmen und Personen in Deutschland vertraute Namen. Denken Sie etwa an Randstad, ING, iWorks oder Stage Entertainment, E-Plus, das dem niederländischen KPN-Konzern gehört, Tennet, das einen Teil der deutschen Stromnetzes betreibt. Und denken Sie auch an Architekten wie Rem Koolhaas mit seinem Büro Oma, das unsere Botschaft hier in Berlin gebaut hat, oder Kees Christiansen von Masterplan Hafen City Hamburg, an Ingenieure von Arcadis und Grandmay, an die Rabobank, TNT und BAM und so weiter und so weiter. Und für Deutschland heutzutage sehr wichtig, auch den Marktführer bei Carsharing Greenwheels. Und vergessen wir auch nicht all die viele gute Fußballer. Aber die Namen werde ich heute nicht mehr nennen. Und Van Gaal werden wir überhaupt nicht nennen heute. Allerdings, es gibt ein Aber. Niederländische Unternehmen lassen Chancen in Deutschland ungenutzt und umgekehrt. Und vor allem im Dienstleistungssektor ist noch viel Luft nach oben. Man stelle sich vor, Deutschland ist unser wichtigstes Exportland, auch bei den Dienstleistungen. Aber während fast ein Viertel unserer Warenausfuhren dorthin geht, sind es bei den Dienstleistungen nur 13%. Also nicht 25% wie den Waren. Und woher kommt diese Diskrepanz? Ökonomen können darüber endlos diskutieren. Und natürlich ist eine Dienstleistung etwas anderes als eine Ware. Sie hat eine viel stärkere persönliche Komponente und wird oft über eine ständige Niederlassung erbracht. Und das macht höhere Investitionen erforderlich. Und außerdem, und das ist meiner Meinung nach auch eine wichtige Ursache, stoßen Dienstleister in Europa nach wie vor auf Hindernisse. Trotzdem möchte ich hier noch eine Hypothese in den Raum stellen. Könnte vielleicht auch eine Rolle spielen, dass wir Niederländer immer weniger Deutsch sprechen. Muss man als Architekt oder Jurist, als Ingenieur oder Banker nicht vor allem gut und präzise ausdrücken können?
Und mit ihren Deutschkenntnissen haben niederländische Unternehmer immer noch einen Vorsprung gegenüber Konkurrenten aus anderen Ländern. Aber dieser Vorsprung wird immer kleiner. Und wir dürfen unsere Bande mit Deutschland nicht vernachlässigen. Es ist auch bedeutend, dass wir in den Niederlanden, dass wir 15 Mal so viele Deutsche Studenten haben, wie umgekehrt Niederländer in Deutschland. Vielleicht ist auch das noch eine Ursache. Und ich hoffe deshalb, dass sich bei uns künftig mehr junge Leute auch für ein Studium an einer deutschen Universität entscheiden. Das sind Botschafter auch für die Zusammenarbeit. Meine Damen und Herren, ich stehe für noch stärkere wirtschaftliche Bände zwischen unseren beiden Ländern und ich stehe für ein offenes Klima für unternehmerische Initiativen und Innovationen in den Niederlanden und in Europa. Niederländische Unternehmen haben anderen Ländern viel zu bieten, aber die Niederlande haben auch ausländische Unternehmen viel zu bieten. Mehr als 8000 Unterhalten bei uns haben eine Niederlassung und darunter sind mehr als 1000 deutsche Unternehmen. Fast alle großen deutschen Unternehmen die haben eine oder mehrere Niederlassungen in den Niederlanden. Von BASF, Siemens, Bosch, Adidas, Mercedes, Kühne und Nagel, Bubermann Stahl bis hin zu DHL, der Deutschen Post. Und in jüngster Zeit sind auch noch einige größere Namen hinzugekommen. Die deutschen Energieversorger RWE und E.ON investieren heutzutage Milliarden in neue niederländische Stromkraftwerke. Teleplan, ein weltweit operierender Anbieter hochwertiger technischer Dienstleistungen, hat seinen Firmensitz in Amsterdam. Und warum kommen all diese Unternehmen in den Niederlanden? Weil die Niederlande nicht nur ein wichtiger Absatzmarkt ist, sondern auch ein wichtiger Testmarkt. Weil wir im Bereich der logistischen Dienstleistungen sehr gut sind und über eine hervorragende materielle und digitale Infrastruktur verfügen. Und weil Unternehmer unsere Standortbedingungen schätzen. Zum Beispiel den Körperschaftssteuersatz von 25%. Also wenn da neue Unternehmen sind, die sich melden wollen, dann nachher können sie das. Aber ich glaube, dass die inspirierende öffentlich-privaten Innovationsnetzwerke, denen wir es verdanken, dass die Niederlande in Europa nach Deutschland das Land ist mit den meisten Patenten, in absoluten Zahlen wohlgemerkt, und dass bei uns nur 16 Millionen Einwohner haben, da können Sie sich vorstellen, wie viele Gedanken da in Holland sind, die auch wertvoll sind. Und diese Bedingungen sind auch für deutsche Unternehmen gut, um nach die Niederlande zu kommen. Und ich möchte, dass diese Rahmenbedingungen weiter verbessert werden. Und darum habe ich auch vor 2 Monaten ein neues Konzept für eine sektorale Wirtschaftspolitik vorgelegt. Und sie besteht aus 2 Teilen. Zum einen möchte ich, dass Unternehmer mehr Freiräume für unternehmerische Handeln bekommen, durch den Abbau von Bürokratie und unnötigen Vorschriften. Bessere Dienstleistungen von Seiten des Staates, niedrige Steuern und insbesondere niedrige Steuern auf Innovationen und ein Bildungswesen, das besser abgestimmt ist auf den Bedarf in der Privatwirtschaft und mehr Risikokapital. Und zum anderen werden wir gemeinsam dafür sorgen, dass wir dort, wo wir gut sind, noch besser werden. Ich habe 9 Top-Branchen ausgewählt, auf die wir uns in den kommenden Jahren besonders konzentrieren werden, nämlich Wasser, Energie, Chemie, Agrar- und Ernährungswirtschaft, Gartenbau, Hightech, Biowissenschaften, Logistik und Kreativwirtschaft. Und außerdem wollen wir natürlich auch die Position Amsterdams als Zentrum für Finanzdienstleistungen ausbauen. Und das Besondere daran ist, meine Damen und Herren, dass ich das nicht von Den Haag, nicht von meinem Büro aus bestimme, was für die Unternehmen am besten ist. Ich habe 10 Top-Teams um Rat gebeten. Jedes dieser Teams besteht aus 4 Personen,
je ein Vertreter eines großen Unternehmens, einen mittelständischen Unternehmens, der Wissenschaft und des Staates. Und die Teams, die werden mich berichten, was aus ihrer Sicht notwendig ist, damit in den jeweiligen Sektoren noch bessere Leistungen erzielt werden können. Also ich setze also auf die Kompetenz von Unternehmern und Wissenschaftlern. Und ich gehe davon aus, dass diese Politik auch die deutsch-niederländischen Wirtschaftsbeziehungen stärken wird, weil sie dazu führt, dass mehr deutsche Unternehmen die Niederlande als attraktiven Standort ansehen und mehr niederländische Unternehmen den Schritt nach Deutschland wagen werden. Meine Damen und Herren, sobald die Empfehlungen der Top-Teams vorliegen, will ich auch prüfen, wie das Zusammenspiel zwischen unseren Top-Branchen und den deutschen Spitzenclustern verbessert werden kann. Denn im Innovationsbereich können wir viel voneinander lernen. So wie stecken in den Niederlanden, stecken wir heute viel Energie in den Ausbau der Kooperation zwischen Unternehmen, Forschern und Behörden. Und das wollen wir nun auch verstärkt mit unseren Partnern auf anderer Seite der Grenze tun. Zum Beispiel in der Stadt Dreieck Eindhoven-Aachen-Löwen oder nach dem Vorbild der Zusammenarbeit mit Nordrhein-Westfalen bei Elektroautos. Gestern habe ich diesen Ausbau der Kooperation mit Bundeswirtschaftsminister Brüderle besprochen und später heute spreche ich auch noch mit Forschungsministerin Schavan über die Verstärkung der deutsch-niederländischen Zusammenarbeit auf dieser Ebene. Meine Damen und Herren, während der jüngsten Finanz- und Wirtschaftskrise hat sich wieder einmal gezeigt, wie wichtig es ist, dass Deutschland und die Niederlande an einem Strang ziehen. Und ich denke etwa daran, dass sich unsere beiden Länder gemeinsam für strengere Haushaltsregeln stark gemacht haben. Wir haben alle Grund, diese Zusammenarbeit in der Europäischen Union weiter auszubauen. Denn eine gute Wirtschaftspolitik ist mehr als gute Buchhaltung. Was brauchen deutsche und niederländische Unternehmen, um exzellente Leistungen zu bringen, um noch mehr Nutzen zu ziehen aus dem großen europäischen Markt und sich neue Chancen zu erschließen in den rasant boomenden Wachstummärkten? Ein gutes Beispiel ist unsere gemeinsame Arbeit am 8. Rahmenprogramm für Forschung und Innovation. Wir wollen, dass es sich konzentriert auf die Stärkung der Innovationsfähigkeit von Unternehmen und die Umsetzung von Wissen in konkrete Produkte und Dienstleistungen. Und auch die Vertiefung des Binnenmarkts ist ein Anliegen, für das ich mich gerne gemeinsam mit den deutschen Kollegen einsetzen möchte. Gerade im Dienstleistungssektor und bei digitalen Binnenmarkt ist noch vieles möglich. Warum kann zum Beispiel ein niederländischer Ingenieur, der sein Studium mit Cum Laude abgeschlossen hat und dann nach Italien zieht, dort nur dann beginnen, wenn er 2 Jahre Berufserfahrung in den Niederlanden vorweisen kann? Warum gibt es, und auch noch sehr viele in Deutschland, warum gibt es in Europa 800 reglementierte Berufe? Warum ist unser europäisches Patentsystem noch immer 10-mal so teuer wie in den Vereinigten Staaten oder Japan? Warum kann ein niederländischer Verbraucher zwar in Großbritannien über Amazon ein CD bestellen, diese aber nicht von den britischen Website von iTunes herunterladen? Warum darf ein niederländischer Fernfahrer auf dem Rückweg aus Spanien in die Niederlande mitunter keine Ladung von Spanien nach Frankreich transportieren? All diese Hindernisse passen doch nicht mehr in der heutigen Zeit. Lassen sich uns diese Hindernisse beseitigen, denn den Marktzugang und den Wettbewerb beschränken. Lassen Sie uns die Zahl der reglementierten Berufe reduzieren und lassen Sie uns die Dienstleistungsrichtlinie uneingeschränkt umsetzen. Für die europäische Wirtschaft könnte dabei ein Plus von 140 Milliarden herauskommen. Meine Damen und Herren, unsere wirtschaftliche Bande sind stark, aber wir lassen noch so viele Chancen ungenützt. Noch ist unsere Freundschaft für uns eine Selbstverständlichkeit, aber wir dürfen sie nicht vernachlässigen. Die rasch wachsenden Märkte in Asien und in anderen Regionen
sollten unseren Blick nicht verstellen auf eine der wichtigsten bilateralen Wirtschaftspartnerschaften der Welt, unsere. Immerhin haben die Niederlande im vergangenen Jahr allein nach Mitteldeutschland, also Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen, mehr exportiert als nach ganz Indien. Also das macht auch klar, wie wichtig unsere Verhältnisse sind. Es ist an der Zeit, dass wir unsere Bande weiter festigen und in der Europäischen Union noch intensiver zusammenarbeiten. Im Interesse unserer beiden Länder und im Interesse eines stärkeren und gesünderen Europas. Ich danke Ihnen. Applaus